Weltrekorde haben etwas Bezauberndes an sich. Sie repräsentieren den Gipfel menschlicher Leistung und verschieben die Grenzen des Möglichen. Ob es sich nun um das höchste Gebäude, die längste Bratwurst oder die größte Versammlung von Menschen mit lustigen Hüten handelt. Weltrekorde wecken unsere Neugier und beflügeln unsere Fantasie. Sie erinnern uns daran, dass der menschliche Geist keine Grenzen kennt und dass mit genügend Leidenschaft, Hingabe und vielleicht ein bisschen Verrücktheit alles möglich ist. Aber einige Weltrekorde gehen über das bloße Spektakel hinaus. Sie sprechen etwas Tieferes an, etwas, das mit unserer kulturellen Identität und unserem gemeinsamen Erbe in Resonanz steht. Und genau das geschah an einem sonnigen Tag im Herzen der Schweiz, als eine Klangsymphonie durch die Alpen hallte, einen Weltrekord brach und die Seele einer Nation einfing. Die Welt hielt den Atem an, nicht für ein Rennen gegen die Zeit oder einen Test der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern für ein harmonisches Zusammentreffen, wie es kein zweites gibt. Dies war kein Wettbewerb, sondern ein Fest, ein Beweis für die ungebrochene Kraft der Tradition und die verbindende Kraft der Musik. In solchen Momenten wird uns bewusst, dass Weltrekorde nicht nur Zahlen und Fakten sind. Sie sind Geschichten, die erzählt werden, Erinnerungen, die geschaffen werden und Emotionen, die geteilt werden. Sie bringen Menschen zusammen, über Generationen und Kulturen hinweg und schaffen ein Gefühl der Einheit und des Stolzes. Weltrekorde sind mehr als nur Rekorde. Sie sind ein Teil dessen, was uns menschlich macht. Um die Bedeutung dieses Weltrekords zu verstehen, muss man zunächst die tief verwurzelte kulturelle Bedeutung des Alphorns in der Schweiz verstehen. Es ist ein Instrument, das seit Jahrhunderten die Herzen und Seelen der Schweizer berührt. Dieses lange, hölzerne Instrument, das oft über 3 Meter lang ist, ist mehr als nur ein Musikinstrument. Es ist ein Symbol der Identität und des Stolzes. Es ist ein Sinnbild des Schweizer Erbes, ein Symbol für die alpine Seele des Landes, das die Geschichte und Kultur der Schweiz widerspiegelt. Seit Jahrhunderten hallt das Alphorn durch die Schweizer Berge. Seine Klänge sind tief in der Geschichte verwurzelt. Seine eindringlichen Melodien tragen über Täler und Gipfel hinweg und sie erzählen Geschichten von längst vergangenen Zeiten. Hirten riefen damit ihre Herden. Dorfbewohner signalisierten damit Gefahr. Und es diente als Kommunikationsmittel in den abgelegenen Bergregionen. Familien feierten damit besondere Anlässe. Und es war ein fester Bestandteil vieler traditioneller Feste und Zeremonien. Seine tiefen, resonanten Töne sind sofort erkennbar und rufen Bilder von schneebedeckten Gipfeln, saftigen Wiesen und einer einfacheren Lebensweise hervor. Es ist ein Klang, der die Natur und die Kultur der Schweiz in sich trägt. Das Alphorn ist mehr als nur ein Instrument. Es ist eine Stimme, ein Geschichtenerzähler, ein Hüter von Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und an diesem besonderen Tag sollten sich über 1000 dieser Stimmen vereinen und eine Klangsymphonie erzeugen, die durch die Schweizer Alpen und darüber hinaus widerhallen sollte, ein unvergessliches Erlebnis für alle Anwesenden. Hoch über dem Vierwaldstätter See, eingebettet inmitten der atemberaubenden Schweizer Alpen, liegt die Klevenalb, ein malerisches Bergplateau, das für seine atemberaubende Aussicht und seine ruhige Atmosphäre bekannt ist. Nur mit der Seilbahn erreichbar, fühlt sich die Klevenalb an wie eine Welt fernab von der Hektik des Alltags. Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und die Natur im Mittelpunkt steht. Sanfte, mit Wildblumen übersäte Wiesen weichen dichten Tannen- und Fichtenwäldern, während hoch aufragende Gipfel den Himmel durchstoßen, ihre schneebedeckten Gipfel im Sonnenlicht glitzern.
Kristallklare Seen spiegeln den azurblauen Himmel wider und die Luft ist erfüllt vom Duft nach Tannennadeln und Alpenblumen. Es ist ein Ort von atemberaubender Schönheit. Eine Landschaft, die seit Generationen Künstler, Dichter und Musiker inspiriert. Und hier, in dieser idyllischen Umgebung, sollte sich ein Weltrekordversuch epischen Ausmaßes abspielen. Aus allen Ecken der Schweiz kamen sie, 1006 Alphornbläserinnen und Bläser, ihre Instrumente auf dem Rücken geschnallt, ihre Gesichter strahlten vor Vorfreude und Begeisterung. Es waren junge und alte, erfahrene Veteranen und neugierige Neulinge, vereint durch ihre gemeinsame Leidenschaft für das Alphorn und den Nervenkitzel, Teil von etwas wirklich Außergewöhnlichem zu sein. Da waren Bauern, die für diesen Tag ihre Arbeit ruhen ließen, Schulkinder, die begierig darauf waren, dabei zu sein, und Rentner, die schon seit ihrer Kindheit Alphorn spielten. Sie kamen aus geschäftigen Städten und abgelegenen Dörfern. Ihre unterschiedlichen Hintergründe verschwanden, als sie sich an den Hängen der Klevenalb versammelten, zusammengebracht durch die gemeinsame Sprache der Musik. Die Atmosphäre war elektrisierend. Ein spürbares Summen der Aufregung lag in der Luft. Die Vorfreude war greifbar, als die Alphornbläserinnen und Bläser ihre Plätze am Hang einnahmen, ihre Instrumente im Sonnenlicht glänzten. Die Bühne war bereit, das Publikum war bereit und die Welt schaute zu, gespannt auf das, was kommen würde. Einen Anlass dieser Größenordnung zu organisieren und über 1000 Musikerinnen und Musiker in einer abgelegenen Bergwelt zusammenzubringen, war keine leichte Aufgabe. Es erforderte akribische Planung, unermüdlichen Einsatz und die nahtlose Zusammenarbeit zahlreicher Einzelpersonen und Organisationen. Der Schweizer Jodlerverband spielte eine zentrale Rolle, indem er sein umfangreiches Netzwerk von Alphornbegeisterten nutzte und die Teilnahme von Musikantinnen und Musikanten aus dem ganzen Land koordinierte. Die Bergbahnen Beckenried-Emetten, die die Seilbahn auf die Klevenalb betreiben, leisteten logistische Unterstützung und sorgten für den reibungslosen Transport der Teilnehmenden und Zuschauenden zum Veranstaltungsort. Unzählige Freiwillige opferten ihre Zeit und Energie, angetrieben von der gemeinsamen Leidenschaft für die Schweizer Tradition und dem Wunsch, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Vom Aufbau der Bühne über die Koordination der Logistik bis hin zur Bereitstellung von Erfrischungen und der Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens aller Beteiligten, ihre Beiträge waren entscheidend für den Erfolg der Veranstaltung. Die Bedeutung des Anlasses war den Anwesenden bewusst. Der Event lockte Tausende von Menschen an, Einheimische und Touristen gleichermaßen, die gespannt darauf waren, Geschichte mitzuerleben. Unter den Ehrengästen befand sich auch Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, UVEK, ein Beweis für die kulturelle Bedeutung des Anlasses. Die Anwesenheit eines offiziellen Guinness-Weltrekordrichters, der den Rekordversuch beglaubigte und sicherstellte, dass alle Richtlinien eingehalten wurden, verlieh dem Anlass zusätzliches Gewicht. Die Atmosphäre war geprägt von Spannung und Vorfreude, während das Publikum angeregt plauderte und die Blicke auf die Bühne gerichtet waren, die Kameras bereit, um den historischen Moment festzuhalten. Die Energie war ansteckend, ein spürbares Gefühl der Zusammengehörigkeit und des gemeinsamen Ziels lag in der Luft, als sich die Alphornbläserinnen und Bläser darauf vorbereiteten, Geschichte zu schreiben.